Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des... Jetzt muss ich kurz überlegen, Textlastig Podcast. <laughs> <laughs> ja, äh, für alle, die es nicht wissen, wir, wir machen teilweise auch andere Projekte und äh, da ist die Begrüßung sehr ähnlich, nur dass ein anderer Podcast genannt wird. So, ähm, hallo Falk. Hallo Simon. Wir spielen heute ein ganz besonderes Spiel. Ähm, ein Spiel, das wir schon hätten spielen sollen vor ungefähr einem Jahr oder sowas. Echt, doch so lange? Nee. Naja, schon relativ lange, weil Aber nämlich, eine Weile. Äh, das wurde entwickelt und dann wurde irgendwie noch ein Name geändert und dann gab es plötzlich einen Publisher und so weiter. Und ähm, deswegen müssen wir jetzt auch erwähnen, das Spiel ist ein kommerzielles und wir haben da hier Keys bekommen, beziehungsweise sogar eine ganz spezielle Version, die nur wir hier haben, damit wir ohne Unterbrechung spielen können. Äh, denn das Spiel ist so eine Art wie das Lifeline wo man ab und zu mal eine Nachricht bekommt, eine Antwort sendet und dann eigentlich in Echtzeit warten muss. Und wir können das hier ohne warten mal zum besten geben. Ja. Na und äh, ich glaube, das gibt's gar nicht für PC dann, ne? Genau, das ist ein ähm, Online Spiel, äh, Online, oh, was ich glaube, ich bin noch ein bisschen Mobile. müde hier. Äh, Mobile, Mobile Spiel, genau. Ja. Ähm Entschuldigung an die liebe Vanessa, den lieben Jan und den lieben Kevin. Das sind nämlich die beiden Studiogründer vom Studio Everbite. Die haben das Spiel gebastelt. Es sind aber drei, Simon. Was? Es sind, bei, äh, es sind drei. Ja, sag ich doch. Vanessa, Jan und Kevin. Ja, ja, du hast drei aufgezählt, dann aber beide gesagt. Ach so, ja, also. Oh, ja. Du bist ein bisschen durcheinander heute, gell? <laughs> ja, also an alle. Beteiligten des Studios, wie groß das auch immer sei, mag. Ähm, liebe Grüße und sorry, dass wir uns erst jetzt dazu aufraffen können, aber äh, das hat ja alles länger gedauert und jetzt, aber jetzt sind wir ja da. So. Aber jetzt. Und es fängt an wie Lifeline. Wir haben vor uns ein Telefon sozusagen, also wir gucken wie auf ein Smartphone und wir werden kontaktieren von einem sogenannten Sam. Und wir können uns entscheiden, ob wir die Kontaktanfrage annehmen. Falk, was sagst du denn? Warte mal, ich mach mal, ich, ich mach mal kurz äh, Fullscreen, warte mal. So, jetzt. Also man muss vielleicht dazu sagen, wir haben die PC-Version von den, von den dreien bekommen, die es ja normalerweise gar nicht gibt zum Aufnehmen. Genau, Und genau. deshalb äh, kann ich dir nur zugucken, ne? nur dass die Leute sich nicht wundern. Genau, also genau, ich bin hier der machthabende, Befehlgebende und Falk ist der Lesende. Aber das ist ja nicht so schlimm, glaube ich. Äh, genau, weil man kann ja keine eigenen Eingaben machen. Man, man kann ja nur meistens zwei Optionen wählen. Genau. Ja. Also im Prinzip genau wie bei Lifeline. Genau. Okay. Genau. Ach so, wir haben übrigens den, den Spieletitel noch gar nicht gesagt. Das heißt, Echt nicht? Anybody Out There, Dead City. So heißt das Spiel. Ach du Scheiße. Genau und ich gucke jetzt noch mal ganz kurz nach, ob es das auch für ähm, Android gibt. Ja genau, es gibt es für iOS und Android und ja genau kann man sich da mal äh, runterladen. Genau äh, und wahrscheinlich bezahlen auch vorher noch. <laughs> so jetzt aber genug der äh, vielen Worte. Lass uns mal die Kontaktanfrage von Sam annehmen. Mhm. Der hat ja hier ähm, ja irgendwas gesagt. So also Hallo sagt wahrscheinlich Sam. Ich schreibt uns Hallo Hallo <laughs> ähm, ist da jemand? So, jetzt muss ich mal gucken, wie geht das jetzt hier? Ah ja, okay. Jetzt können wir ähm, sagen, ja oder kenne ich dich? Falk, was, was wollen wir denn machen? Ja, wir sind wir erstmal skeptisch. Okay, also kenne ich dich, ja? Mhm. Ja? Mhm, mhm, mhm. Okay, kenne ich dich. So, und dann sagt der, sagt der Sam, das bezweifle ich. Okay, gut. Äh, hör zu. Ich habe ein Telefon mit deiner Nummer darin gefunden. Okay. <laughs> ähm, Klar, mal anrufen. Schreiben vielmehr. <laughs> Stimmt, warum ruft er denn nicht an? Es wäre viel einfacher. Ähm, sie war als Favorit gekennzeichnet. Oh, na wem gehörte das Telefon denn, wenn wir wieder als Favorit drin sind? Meiner Mutti. <laughs> Okay. okay, das ist aber kein gutes Zeichen, wenn er das Telefon gefunden hat. Was ist da mit deiner Mutti passiert? Ja, pff, du, dement, die lässt das überall mal liegen. Okay, jetzt können wir sagen, was redest du da oder wessen Telefon? Ich, wir fragen mal nach, ob das wessen Telefon oder? Da können wir gleich, gleich klären, ob das von deiner Mutti ist. Ich meine, was redest du da ist ja albern. Er hat ja offensichtlich deine Nummer, also. Ja, stimmt. Also, wessen Telefon? Mhm. Okay. Das weiß ich leider nicht, aber du musst dieser Person wohl sehr wichtig se sein. <laughs> dann ist es doch deine Mutti. <laughs> siehst du? du siehst du zumindest mal nicht aus dem Rennen. Oh, der Bildschirm war blutverschmiert. Ich hoffe wirklich, diese Person geht es gut. Klar, wenn man ein Telefon findet mit blutverschmiertem Display, <laughs> da geht es primär. Erstmal prima. Naja, da müssen wir ja erstmal gucken, ob der überhaupt äh, einschätzen kann, ob das Blut ist. Das könnte auch einfach mal sein oder sowas, weißt du? Einfach mal Lecken dran, genau. Vielleicht ist er einfach in einem Marmeladengeschäft äh, gestolpert. Man weiß es nicht. So, wie geht das jetzt? Musst du eigentlich irgendwas drücken, damit das weitergeht, oder? Ja, ich muss hier in, in das kleine, äh, kleine Eingabefeld unten klicken. Also wo man normalerweise die Nachrichten eingeben würde, äh, tippt man sozusagen drauf und dann kann man da ah, kann okay, man da verstehen. auswählen. Mhm, so, mhm. Äh, ja. Wer bist du oder was ist passiert? Mhm, wer bist du, würde ich sagen? Also solange wie du überlegst, ist der Typ schon tot. <laughs> Nö, du musst ja wohl überlegt sein. Wer bist du, was, wer bist du soll ich klicken? Ja, würde mich jetzt mal interessieren. Ähm, mal sehen. Mein Name ist sein Ja, Alter. Das haben wir doch auch schon vorher festgestellt. Das steht nämlich. Er ist oben. ja auch doof. Er sendet ja seinen Namen mit. Das macht man ja auch nicht. Eben. Das schaltet man doch aus. Bitte dich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich freue, jemanden zu erreichen. Schön. Um, nicht mal ein Smiley dahinter, kann ja wohl nicht so ernst gemeint sein. Stimmt. Warum ist da kein Smiley dahinter? Oh, sagen, Das sind auffallend wenige Smileys. Also ich hätte hinter jedem Satz ein Smiley gemacht. Bin ja so ein Ausdrucksstarker. Ich fände das so, so gut, wenn man, wenn wir Smileys senden könnten. So was wie, ey, kannst du mich. Kannst wir antworten mich nur mit Smileys. Und dann senden wir einfach ein Smiley zurück. Das stimmt. Wie geht's dir? Hm. <laughs> Das wäre gut. Also, hier, wie okay, ist die Situation also. bei dir, fragt er. Ist es bei dir sicher? Was meint denn der? Sitzt auf der Couch und zocke. Ja. <laughs> so wie immer, oder wir können sagen, ist das ein schlechter Scherz? Hm. Ja, ist es ein schlechter Scherz. So wie immer, oder? Nee, aber du hast doch eben gesagt, du sitzt auf der Couch und du, Ach so, meinst du? Problem, oh, Gut. Oder? ja, ich habe, ja, das ist doof, ne? Wenn der Name schon so ist, mh, ja. ist, ja. Man weiß ja nur, was passiert, ne? Wahrscheinlich. Also. ist ein bisschen spoilierend, der Titel. Ja. Also Dead City, das klingt ein bisschen wie, als würde da irgendwas schief gehen. Ne? Ja. Ähm, so, also wir sagen, ja, so wie immer, alles cool. Jo, was meinst du, so wie immer? Ja, läuft. <laughs> So. Läuft bei dir, ist das nicht so ein Spruch? Will, will er jetzt wissen, was wir zocken, oder was? <laughs> warte, sag. Mal. Okay, warte. Bedeutet das, dass bei dir nicht die gesamte verdammte Welt untergegangen ist? Nope. Falk, kannst du mal draußen gucken? Nee, läuft. Läuft, es ist ja. Ist dunkel, okay. interessiert mich jetzt auch gerade nicht. <lacht> <lacht> Wer weiß, was da draußen gerade passiert. Ich bei mir ist auch nämlich Angst. auch dunkel. So, äh, sagen wir einfach nur nein, oder bist du verrückt? Ich würde sagen, nein, oder? Einfach. Genau. Okay. Okay. <laughs> er sagt, okay. okay. Tschüss. <laughs> ja, dann ist ja gut. Okay, damit hatte ich nicht gerechnet, sagt er. Okay. So, sag mir erstmal, was los ist. Wäre jetzt eine Option für uns, oder womit nicht gerechnet? Mhm. Erstes. Das ist eine Oder-Frage. Du kannst nicht sagen, mh. Erstes, sag ich ja. Ach so, erstes, okay. Also ich sage eins für die linke Antwort und zwei für die rechte. Da muss ich nicht immer alles vorlesen. Sag mir erstmal, was los ist. Ja. Er sagt ja. Sag mir erstmal, was los ist. Ja. Natürlich. Sorry. Ich kann es nur nicht fassen. Ich weiß gar nicht, wie ich das dir erklären soll. Das ist, vor allem, das ist so ein Typ, der, der schickt nach drei Worten immer eine eigene Nachricht. Also er kann nicht einfach mal einen längeren Text in eine Nachricht machen. Du, aber das ist eine Philosophiefrage. Ich, äh. Ja, ich, ich kenne einige, die sich über sowas aufregen. Ja. Ich muss aber sagen, wenn es nicht extrem ist, ja, also so ein Wort pro, pro, pro Commit oder wie sagt man? Cent. Ja. Äh, sondern sich noch in Grenzen hält, dann finde ich das mhm. besser, als wenn jemand, kennst du das, wenn jemand, du siehst nur den Indikator, dass jemand schreibt. Ja. Und er schreibt, und er schreibt, dann ist der Indikator weg. Und denkst so, oh, warum kommt jetzt kein Text? Und der Indikator geht wieder an. Und er schreibt. Ja. Und er schreibt, und yeah. er schreibt und denkst so, Alter, ich habe ihm nur eine simple Frage gestellt. Und er schreibt, Indikator geht wieder weg, Indikator kommt wieder, und er schreibt, und er schreibt. Und nach 30 Minuten kriegst du entweder fünf Worte, einfach nur ja, <laughs> ja, oder ein Oschi an Paragraph. Und du denkst so, ne, das lese ich jetzt nicht, ich habe ich keinen Bock. <laughs> Kennst du das? Gut. Und da mag ich es lieber, wenn jemand ähm, sagt, ta da 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 senden, da 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 senden. Finde ich gut. So kurzer Abriss. Na gut, okay. So, ich klicke jetzt mal hier, weiter. Mhm. Ohne völlig wahnsinnig zu klingen. Also, er, er weiß gar nicht, wie er es erklären soll, ohne äh, völlig wahnsinnig zu klingen. Na, ja, kannst du ja mal probieren. Ja, man kann es ja mal probieren. Junge, sag einfach, was los ist. Was, was ist los? Raus mit der Sprache, können wir sagen. Oder ganz ruhig, ey, können wir sagen. Ja, nee, raus mit der Sprache. Sprache. Ah, na ne, klar. Weil, ähm, ja, entschuldige. Oh. Junge, komm zum Punkt. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Nein, genau genommen weiß ich nicht mal, was passiert ist. Die Menschen, sie haben sich irgendwie verändert. Wow, das beschreibt die Situation nicht einmal im geringsten. Es sind viel zu wenig Schreibfehler drin. Selbst im Geringsten großgeschrieben würde heutzutage kein Mensch machen. Stimmt. Ne? Überhaupt da ist Groß- und Kleinschreibung drin. Das ist sehr ja, unrealistisch. Sagen. <laughs> so, was meinst du mit verändert oder hast du dich auch verändert? Erstens. Zweite macht ja überhaupt keinen Sinn. Hast du dich auch verändert? W würde ja bedeuten, dass wir schon was wüssten. Ja. So, Zombie-mäßig oder sowas. Sie gehen auf Männchen los, aber irgendwie nur die Männchen, die nicht so sind wie sie selbst. Mhm. Der hat noch nie einen Zombie-Film gesehen, oder? Die ganze Thematik wäre mit, <laughs> mit einem Wort abzuhandeln. Stimmt eigentlich, es äh, sind alle Zombies. Tschüss. Zomb <laughs> Zombies, Ausrufezeichen. Komm her, helfen. Ja. Okay. Also auf uns Normale. Sie sind wie Monster. Hochaggressiv, scheinen im äh, gleichen Maße jedoch stark an Intelligenz verloren zu haben. Kenne ich. Du, das klingt wie so ein ganz normales Fußballspiel. In, in der, in, in, im, Im Zug nach so einem Fußballspiel geht es genauso zu. Sag mal hier, äh, kurze Metafrage. Ja? Hat das Spiel eigentlich Sound? Was Sound? Äh, akustische äh, Signale? Ja, kannst du den Satz etwas spezifizieren? Naja, hat das Spiel Sound? Also hörst du was? Ja, ich höre ab und zu, wenn, wenn hier halt eine Nachricht kommt, kommt da so ein Klick. Ah, okay. Jetzt keine, keine Musik oder so. Nö, nö. Ich gucke kurz ins Menü. Ton, Vibration. Nö, äh, Musik ist anscheinend nicht, nicht angedacht, nö. Oder zumindest mal nicht in der Version, die wir haben. Okay. Ja, aber was, was wär, wa, warum sollte aus dem Telefon auch Musik kommen? Nö, 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 nö. Hätte ja sein können, dass das Spiel irgendwie so ein bisschen atmosphärischen, äh, atmosphärisches Hintergrundgeräusch Zombie -Gesang. Äh, Schwubi hat oder so. Ja. Zombie-Gesang. Nö, Zombie äh, nö glaube ich nicht. So. Okay. Aber ich meine, normalerweise spielt man das ja auch äh, immer nur drei Minütchen und steckt es dann wieder weg und wartet eine Stunde oder so, ne? Stimmt. Aber bisher, also wir, bisher äh, hätten wir es noch nicht warten müssen. Genau, es steht nämlich hier. Ähm. Ja, also, äh, so, jetzt aber mal wieder zurück zum Spiel. Also auf uns Normale. So äh, sind wie sie sind wie Monster hoch aggressiv scheinen im gleichen Maße jedoch stark an Intelligenz zu haben. So, sie haben nichts Menschliches mehr an sich. Sie sind eher, Punkt, Punkt, Punkt. Na, was kommt jetzt? Falk? Zombies? Ähm, tot. <laughs> Sie sind eher tot. Hm. Okay. Okay. Hm. Tja, doof, ne? Wir können jetzt sagen, das klingt absurd oder das klingt beängstigend. Das klingt schon absurd, ne? Okay. Das klingt absurd. Ehrlich gesagt, zweifle ich langsam auch selbst an meinem Verstand. Erst recht, wenn ich lese, was ich da schreibe. Ah, das ist so einer, der nochmal noch mal liest, bevor er abschickt. Man kann sagen, der reflektiert auch noch. Ist ja ekelhaft. Ne? Damit er sich nicht schämen muss am nächsten Tag, <laughs> wenn er betrunken Nachrichten geschrieben hat. Genau, und während Zombies scheinbar um ihn drumherum <lacht> sind. <lacht> ja, stimmt. Ja. Und dabei ist das noch nicht mal das Schlimmste, sagt er hier. Das echt nicht. So, und jetzt können wir fragen, mir fällt es ein bisschen schwer, dir zu glauben, oder? Was meinst du? Hm, wiederum erstens, oder? Das fällt mir jetzt echt schwer zu glauben. Okay, also mir fällt es ein bisschen schwer zu glauben. Okay, ich schicke mir ab. Ja, oder? Also, hm. Jetzt kannst du mal vorlesen, Falk. Kann ich mir echt vorstellen. Würde ich wahrscheinlich auch nicht. Oh nein. <laughs> Hör zu, ich bin nicht allein. Ich habe jemanden bei mir. Anna. Ah, da ist noch jemand dabei. Okay. Und es geht ja nicht gut. Ich muss nach ihr sehen. Melde mich in fünf Minuten bei dir. Okay, so. Und jetzt ist das erste Mal, also die Situation, dass Sam weg ist. Ähm, mhm. Ich muss nachher sehen. Okay. Hm. Anna ist da. Okay. Ähm, ich nehme mal an, die wurde gebissen, oder? Äh, ja, vielleicht ist sie auch gestolpert. Äh, du, du kannst ruhig ein bisschen mehr Anteilnahme zeigen hier. Nee, äh, ja. Anna ist äh, gestolpert in einen Zombie-Mund. Nee, also das meine ich jetzt gerade ernst. Also man kann ja irgendwie, ne, also stolpern klingt jetzt ein bisschen albern, aber vielleicht ist er irgendwie ähm mhm. beim Weglaufen oder so irgendwie gegen eine Tür gelaufen oder halt über ein Steinchen gestolpert. Ja, ja das kann sein. Okay, wir finden es raus. Also normalerweise müssen wir jetzt fünf Minuten warten, aber wir können das jetzt gerade überspringen. Okay, er ist wieder da. Äh, Sam ist wieder da. So, und wir können jetzt fragen, was ist mit Anna oder was hast du mit Anna gemacht? Was ist mit Anna? Ja, macht Sinn. Ne? Wir sind diesen Dingern um die Arme gelaufen. Was wir sind? Äh, Ach so, in die <laughs> Arme um gelaufen. Ich gerade sagen, oh, wie läuft man denn um die Arme? Das ist auch schön. Das ist doch, kann man sich doch nicht aufregen. <laughs> okay. Also wir die sind Gruppen diesen Dingern cool in die Arme gelaufen und konnten uns in letzter Sekunde in ein leerstehendes Haus retten. Mhm. Aber Anna wurde dabei verletzt. Siehst du? Siehst du? Mann, ich glaube, den Bunker zu verlassen war falsch. Was ist ein Bunker? Ja, wird schwer, was sicheres zu finden als ein Bunker, ne? Also. Jetzt können wir fragen, eins nach dem anderen. Bunker? Oder seid ihr allein? Ich würde nach dem Bunker fragen, oder? Definitiv. Oh, natürlich. Erst nachdenken, dann schreiben. Das Militär brachte uns fort. Was? In, ja. naja, solch einen Bunker eben. Mhm. Mhm. Großflächige Notfallevakuierung. Das muss ungefähr äh, vor einer Woche passiert sein. Oder vor zwei. Ich habe ehrlich gesagt völlig das Zeitgefühl verloren. Ist auch egal. Das eigentlich Wichtige dabei ist, dass Anna und ich von dort weg sind. Mhm. Okay. Jetzt können wir fragen, ob er auch verletzt ist oder wieso sie den Bunker verlassen haben. Ja. Bunker verlassen. Ist, ist besser, oder? Antwort zwei. Ja, genau. Das spielt im Moment keine Rolle. Mhm. Wichtig ist nur, dass wir noch am Leben sind. Mhm. Weiß ich nicht. Hätte schon gerne gewusst. <lacht> <lacht> so, dann sollte das auch so bleiben, wäre jetzt eine Option. Oder wir können sagen, beschreibe mir anders Zustand. Hä, äh, dann sollte das auch so bleiben. Was sind das wichtig für eine Antwort? Noch er schreibt, wichtig ja, ist nur, dass wir am Leben sind. Ja. Und dann schreibst du, sollte das, dann sollte das auch so bleiben. Cool. Ja, das, nee, also ist so, ich das ist so ein Abschluss, oder? Ja, das soll dann auch so bleiben, ne? Tschüss. Ich muss es auch mal wieder an meine Xbox. YOLO. <laughs> ähm, also, ich würde ähm, beschreibe mir anders Na, in, in, Zustand wählen. In oder? seiner Verfassung hat, hat der Begriff YOLO leider keine positive Bedeutung. <laughs> okay, anders Zustand. Eigentlich wäre noch bei solchen Spielen ganz cool, wenn, wenn, ähm, wenn man ewig braucht für eine Antwort, wenn er dann einfach weiter so schreiben würde. Irgendwas. Wie, also, wenn, wenn, du, wenn du jetzt nichts schreibst oder was? Ja, also, ist natürlich, ist jetzt natürlich ein Spiel, man, muss, man kann ja nicht ewig weiterschreiben lassen, das, das, das Spiel muss natürlich irgendwie eine Logik haben, was man mhm. da schreiben lässt. Aber ähm, wenn man die App offen hat, also im Vordergrund, dann könnte man ja sagen, Alter, bist du noch da oder sowas. Mhm. In 100 Varianten. Ja. Egal. Ja, stimmt. Ja, äh, das, das, äh, ich verstehe, was du meinst. Auch das mag für dich nun völlig wahnsinnig klingen, aber Anna wurde von diesen Monstern gebissen. Okay, jetzt ist es raus. Bevor ich dich erreicht habe, war ihr Zustand noch nicht so schlimm. Ich glaube, sie hat Fieber. Mm, Fieber, mm, klar. She's dead Jim. <laughs> Langsam mache ich mir ernsthafte Sorgen. So, jetzt können wir fragen, ob er Hilfe holen kann oder ob er Medikamente bei sich hat. Also ich, ich sag mal so, das mit der Hilfe holen, das können wir doch gleich vergessen, oder? Ich meine, die sind aus dem Bunker weggelaufen. Haben sich in dieses Haus geflüchtet, wenn da Hilfe in der Nähe wäre, dann wäre er wahrscheinlich schon dort und würde nicht mit uns über ein Handy simsen. Ja, ich ja, finde das gerade sowieso ein bisschen komisch. Also, also ich hätte jetzt aber auch auf der anderen Seite gesagt, Medikamente bringen jetzt bei dem, was man so aus Film und Fernsehen so kennt, bei Zombies jetzt auch nicht so viel. Ja, aber er weiß es doch noch nicht. Ich bitte also, dich. Er, er hat doch offensichtlich noch nie so einen Film gesehen. Okay. Und für ihn ist das alles ganz neu und er denkt jetzt, ach guck, die hat Fieber. so. Na gut. Ähm, und wir waren scheinbar die einzige Telefonnummer auf diesem nee, Telefon. Wie, nein, 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 nein. Na, du hast nicht aufgepasst. Wir waren in den Favoriten. Ja, aber gut, wir wissen jetzt nicht, ob er nicht noch alle anderen angeschrieben hat, ne, in so einer Situation. Aber okay. Ähm, ja, okay, dann. Pff, keine Ahnung, random. Soll ich würfeln? Welche andere? Ja, ja, würf, Würfel, einfach mal. Wir wissen nicht ganz genau. Ich habe jetzt nichts zum Würfeln hier. Obwohl, ich finde, das mit den Medikamenten ist schon irgendwie sinnvoller. Ich meine, das, das ist, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der vielleicht noch was geklaut hat aus dem Bunker oder so. Na gut. Keine Ahnung. Okay, also versuchen wir das mal mit den Medikamenten. Mhm. Ah. Nein, und selbst wenn, wüsste ich wirklich nicht, was hier helfen könnte. Genau genommen habe ich sogar nichts bei mir. Ja, kalte Wartenwickel helfen bei Fieber, oder? Soll er mal ein paar Lappen nass machen? Ja, oder wenn es kalt draußen ist, kann man auch das Bein aus dem Fenster halten. <lacht> <lacht> genau, muss man aufpassen, dass die Zombies da nicht mehr dran knuspern. Ja, man muss ja auch einen in der Gruppe haben, der ein bisschen die Stimmung aufheitert. <laughs> so, jetzt können wir also Befehle geben: und zwar entweder das Haus durchsuchen oder mit ihr zu sprechen. Mhm. Mm. Also, ja, ist eine gute Frage, weil ich meine, wenn er jetzt versucht mit ihr zu reden, dann würde er vielleicht feststellen: Du, die fletscht und die Zähne äh, und schnappt nach mir, aber ich konnte mich nochmal retten, äh, jetzt habe ich sie aus dem Fenster geworfen. So, ja. Wenn er jetzt das Haus durchsucht, dann dreht er vielleicht den Rücken zu und dann kommt sie von hinten und beißt ihn auch oder sowas, weil sie sich schon verwandelt. Oder wenn er wiederkommt, ist sie weg. Mhm. Passiert immer so. Ja. Okay, dann versuch mal mit ihr zu sprechen, vielleicht fängt sie so schon an zu sabbern und dann kann man sagen, Johnny, äh, mal den, nimm die Füße in die Hand. Genau, oder den, wie heißt das, was man Vampiren in, ins Herz jagen muss? Flock. Donnerkeil. Donner genau, man kann auch ein äh, Donnerkeil, was auch immer das ist, in das Herz eines Vampirs stecken. <laughs> so, wir haben jetzt gesagt, versuch mit ihr zu sprechen. Genau, also, ja in Ordnung, vielleicht kann sie mir sagen, wie ich ihr helfen kann. Die ist bestimmt eine Ärztin. Okay, ich melde mich gleich wieder. Oh Mann. Also ich sag mal voraus, ähm, die kann nicht mehr viel sprechen. Nur noch halluzin halluzin halluzinieren. Halluzinieren. Genau. Ich hatte letztes Mal schon ein Problem, das Wort auszusprechen. Ich weiß nicht, was da los ist. Äh, ich glaube, das heißt ähm, Hatsulin. Ähm, <laughs> Halsnamen. Ja. Hals, ich weiß es nicht. Kann es selber gar nicht so gut. Okay. Was, was ist deine Vermutung? Was wird passieren? Mm. Gut, ich drücke jetzt hier einmal weiter. Ich. Weil, weil, ja. Ich. Keine Ahnung. Okay. Also. Da ist er wieder. Hey, bist du da? Yes sir. Äh, ja. Sch schreiben wir, oder? Siehst man kann auch, ja, auch noch sagen, siehst du doch. Aber. Das ist nicht schlecht. Nee, ja, passt schon. Puh, schön, dass du da bist. Ich hatte schon irgendwie befürchtet, du wärst fort. Klingt fast schon positiv. Bin gespannt. <laughs> Na, oder? Du weißt schon. Ja, okay. Du weißt ja, schon. Weiß ich nicht. Was weiß ich? Äh, okay, keine Sorge. Oder und? Und? Ich würde sagen und, ja, genau. Mhm. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen. Keine Chance. Ha! Hab ich doch gesagt! Da kommt nicht mehr viel raus bei dir. Ich glaube, sie wird von heftigen Fieberträumen geplagt. Und ihre Verletzung? Sie sieht aus, als würde sie sich irgendwie ausbreiten. Mhm. <laughs> Wie, warte mal, breitet sie jetzt Anna aus oder ihre Verletzung? Ich glaube, ihre Verletzung breitet sich aus. <laughs> sie breitet sich in Wohlgefallen aus. Ja, die richtet sich da gerade ihre Räume ein und legt noch einen Teppich aus und hier noch ein Blümchen. Irgendwie kommt bei ja. uns zwei hier nicht so richtig die, die, das Gefühl von Gefahr auf. <laughs> ja, aber guck mal, äh, nee, das stimmt. Was soll ich bloß so, tun? Was soll ich bloß tun? Fragt was ey. soll ich bloß tun? Sagt er. Jetzt können wir sagen, pass auf, verbinde die Verletzung oder durchsuche Anna. Und ich sage ganz klar, durchsuche Anna und dann ab. Ja, da genau. ist nicht mehr, da, da Lass die Alte nicht mehr zurück. Helfen. Ja. Ja. Vor allem verbinde die Verletzung mit was denn? Das stimmt. Also, durchsuche Anna, ne? Mit einem anderen Telefon? <laughs> Verstehst du? Also, durchsuche. Das hat ein Anna? bisschen gedauert, ne? Äh, ja, bitte. Ach, verbinde die Verletzung. Oh, Gott. Der ist nicht schlecht, oder? Oh je. Nicht wirklich. Der war nicht schlecht, ja. Der war nicht schlecht. Aber ich glaube, zu diesen Zeiten ist die Auskunft schon geschlossen, wenn Zombie-Apokalypse ist. Also hier, durchsuche Anna. <laughs> ja. Okay. Was? Ja, los. los, Digge. Ich glaube nicht, dass ich etwas äh, finden werde. Ja, man weiß nicht, ist was man es nicht oder ausprobiert. Das, ist, das ist ein negativer Herr. Ja. Nee, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sein Leben ihm nicht äh, so sonderlich am Herzen liegt. Also, ja. Fisch. Aber er sagt noch, aber gut, äh, viel bleibt mir sonst nicht übrig. Na gut. Okay, wird er was finden? Ist er wieder weg? Ich sage mal, er findet nicht viel. Er wird finden, warte mal, das ist Anna. Anna entweder ganz klassisch Lippenstift mhm, mh. oder ähm, die 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 Mensa Karte. Mm, naja also mm, das sind meine Tipps. Mm, ja ist ist auch gar nicht sexistisch finde ich gut. Aber <laughs> du aber ich habe es angekündigt. Was anderes mhm. und zwar sie waren ja in diesem Bunker. Mhm. Und da werden die wahrscheinlich nicht viel mitgenommen haben, weil Notfall-Evakuierung, da muss ja alles ganz schnell gehen und so. Deswegen glaube ich nicht, dass da viel in ihren Taschen ist. Ja, aber man hat doch wohl einen Lippenstift To-Go dabei. Immer in der Brusttasche. Hast du? Sonst gehe ich nie raus. <lacht> <lacht> ja, Falk ist bekannt für sein Kirsch, rotes München. Genau. Hat auch den Geschmack, das finde ich total angenehm. So, dann machen wir mal weiter. Oh Mann, ich. Oder? Nee, wo geht's weiter? Warte mal, ich glaube nicht, dass ich etwas finden werde, aber gut. Oh Mann, ich. Ich habe ein Bild von ihrer Tochter gefunden. Oh, das habe ich jetzt nicht. Sie hat angefangen zu schreien. Sie hört nicht auf. Warum, was, was hat er denn gemacht? Er hat doch nur ein Foto gefunden. Warum schreit sie denn jetzt so? Naja, ihre Krankheit oder ihre ihr, ihr, ihre, ihre, ihre Dinge äh, wird halt weiter ähm, aus sich ausbreiten. Die Toten, sie werden uns hören. Ja. Eine hört dich sogar schon, wenn man ganz genau ist. <laughs> Halte ihre Hand oder oh, wow. du kannst ihr nicht mehr helfen. Flieh. Halte ihre Hand. Ich glaube, es geht los. Ich habe gerade sagen, ich tendiere zu zweiterem. <laughs> ja. Okay, wir sagen also er abhauen. Scheiße, ich befürchte, du hast recht. Aber immer noch schöne Groß- und Kleinschreibung. Fisch. Ja. Adrett. Fisch gut. Das stimmt. Also er nimmt sich auf jeden Fall Zeit. Er nimmt sich Zeit. Mhm. Ich werde das Haus verlassen und mir für die Nacht ein anderes in der Nähe suchen, für den Fall, dass sie nach mir sucht. Ich glaube, die macht nicht mehr viel. Ich melde mich wieder bei dir, wenn ich es geschafft habe. Draußen will es nur so von diesen Dingern. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich, ne? Als wir uns oben entschieden haben, mhm. also für die Zuhörer vielleicht, Sam ist jetzt wieder abwesend, ähm, als wir uns oben entschieden haben, dass er nicht das Haus durchsuchen, sondern sie untersuchen soll, glaube ich, ne? War die Alternative. Mhm. Hätte es vielleicht sein können, dass wir da, statt das Haus jetzt zu verlassen, vielleicht oben einfach uns hätten verbarrikadieren können ne? und quasi nicht in der Nacht in die äh, zombie scheinbar ja, zombie verseuchte Nacht äh, entschwirren lassen müssen. Das kann sein, aber im ehesten sein, äh, wäre doch Anna hätte sich dann doch so oder so verwandelt und dann, dann, dann wäre es ja noch schlimmer. Dann sind wir in einem Haus, wo wir nicht mehr rauskommen, weil wir es barrikadiert haben mit so einer verrückten Alten. <laughs> Ja, gut, vielleicht hätte man einfach die Tür oben dann im zweiten Geschoss oder so abgeschlossen. Naja, wer hat das noch gesehen? <lacht> <lacht> Türen helfen da nicht so viel. Ja, aber das sind ja auch nur Filme. <laughs> in, in Wahrheit <laughs> okay. ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Mhm. Ja, ne, die kommen zum Kaffeekränzchen vorbei, ne, trinken dann einen schwarzen Tee mit einem und dann gehen die auch wieder. Man weiß es nicht. Bis so. es nicht mal passiert ist. Also, der Sam ist auf jeden Fall ein halbes Stündchen weg. Und, ähm. Ah, okay, er hat sich gerade wieder gemeldet. Okay. Ich habe es in, der, in das Nachbarhaus geschafft, meine Güte. Zugegebenermaßen mit mehr Glück als Verstand. Ich kann noch gar nicht fassen, dass ich Anne allein gelassen habe. Der hatte eigentlich nicht so eine krasse Bindung zu der, oder? Also Die um, hatten sich doch in dem Bunker kennengelernt, ne? Das weiß ich nicht. Hat er das geschrieben? Nee. Also eigentlich wissen wir relativ wenig über ihn. Müssen wir mal gucken. Also ne? Also wir chatten ja nur mit ihm. Äh Ach nee, er hat nur gesagt, ich habe jemanden bei mir, genau. Wollt sagen. Ja, das eigentlich Wichtige dabei ist, dass Anna und ich dort weg sind. Hm. Mhm. Okay. Hm. Ja, gut. Äh. Ja. Aber manchmal, ja. Wir können jetzt ihn beruhigen und sagen, du hättest sie nicht retten können oder wärst du lieber mit ihr gestorben. Hättest ja, sie nicht retten können. Ja. Wir haben ja auch quasi einen beruhigenden Auftrag. Ja. Vermutlich nicht nein. Also also das sagt er jetzt, nicht ich. Die ganze Situation, <laughs> sie wird nur immer schlimmer. So ist es halt, ne, mit Zombies. Und die Toten draußen? Werden sie mehr? Oder Hauptsache du bist sicher, können wir sagen. Nee, ich würde sagen, wir fragen, ob es mehr werden, oder? Mm, ja, hätte ich auch gesagt. Das ist nicht mal das, was mich am meisten beunruhigt. Oh, jetzt wird es spannend. Was, was kommt jetzt? Die Toten, sie sammeln sich. Sie sammeln sich. Ähm, so, Wir <laughs> können fragen, ob das schlimm ist. <laughs> ist das schlimm? Hast du kein echt zu tun mit deinen First-World-Problems? <laughs> Die andere Frage ist aber auch nicht viel besser, ne? Eine Art Herdenverhalten. Eine Art Herdenverhalten. Ja, das finde ich aber auf jeden Fall schon äh, eine bessere Frage als ist das schlimm? Ja, aber gut, welche Antwort erwarte ich, wenn ich sowas frage? Na, sowas wie, ja, pass auf, die sammeln sich und ziehen in Richtung meines Hauses oder in Richtung äh, Stadtmitte oder so, weißt du? Also da, da kam, da, da würde ich jetzt mehr praktische Antworten erwarten als von ist das schlimm? Da sagt er nämlich ja oder so. Ja, gut, stimmt. Ja, ganz genau so würde ich es beschreiben. Gut. <laughs> dennoch sollte ich mir hier zuerst. Do, dennoch sollte ich mich hier erst umsehen. W wieso dennoch? Achso, dennoch, obwohl die sich draußen sammeln oder, sche oder was. Ja. <laughs> Vielleicht finde ja. ich etwas Brauchbares. <laughs> Verzeihung. Ja, mir, mir ist es nicht ganz klar, ob sie sich sammeln ähm, um das Haus oder um in um. Also was wo sammeln sie sich und, und was passiert dann? Gehen Sie irgendwo hin oder, oder bleiben Sie da oder, oder was ist da los? Also das würde mich jetzt schon noch interessieren. Naja, ich glaube, wie wir das spielen, ist ein bisschen unrealistisch. Ich glaube, das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Spiel, dass man, auf das man viel schneller antworten sollte. Und nicht gar nicht so viel Nein. nachdenken muss. Als so auf dem Telefon mit Tippen da gespielt wird. Also er will sich jetzt auf jeden Fall hier umsehen und wir können jetzt sagen, bis später oder sei vorsichtig. Oh, sei vorsichtig. Das ist so ein, so ein, so ein Mutti -Tipp, ja so ein Mutti-Tipp, ja. Sowas wie halt dich fest oder pass auf dich auf. Ja, nee, aber kann ich schon nachvollziehen. Es ist so ein Ding wie, ähm, das ist eher so, ein, so, ein, so, ein, so eine Lesebestätigung. Ja, ich habe mitbekommen, dass du jetzt rumgehen willst. Ist eine, also mach weiter. So, weißt du? Ja, aber es ist halt so. Es äh, ist wie so ein Smiley am Ende. Das, Satz, das ist einfach eigentlich, eigentlich nicht nötig, aber man macht es trotzdem. Ja, aber guck mal, wenn wir jetzt sagen, sei vorsichtig, dann müsste er eigentlich sagen: Ach so, ah, gut, dass du es sagst. Mann, hätte ich ja, oh Mensch, danke für den Tipp. Also ohne den Tipp wäre ich jetzt wildschreiend und nackt rausgegangen. Ja, aber nee, danke, das ist, dass du es nochmal erwähnt hast. Nee, das ist eher wie so ein, das ist eher so wie so ein amerikanisches How are you? Okay, hm. Das ist so. Äh, es interessiert dich ja eigentlich gar nicht, was der da das ist. Einfach so das, was man halt so sagt. Ja, okay. Gibt es da eigentlich irgendwie? Also äh, für die Leute, die es nicht wissen, also ist es ist total normal, irgendwie, wenn du in Amerikanischen Supermärkten bist, dass du an die Kasse gehst und die Leute fragen dich, how are you? So, wie, wie geht's dir? Und ich frage mich, ob es dann irgendwann mal jemanden gab, der so einen Prank gemacht hat, wo du dann einfach antwortest Du sagst so, ey, gut, dass du fragst. Pass auf, nee, mir geht's gar nicht. Das gut. machen ja. Ähm Menschen, die nicht so nativ ja. oder lange oder intensiv Englisch sprechen, machen das ja. Also mir ist, okay. das, also mir ist das schon passiert, also nicht mir persönlich. Also natürlich, ja, schon. Du meinst auch, als du, du da dann, an der Kasse gearbeitet hast? Nee, also dass man, also ich arbeite nur in der Firma oder habe in Firmen gearbeitet, auch äh, vorher schon mhm. den äh, Briten oder Amerikaner oder sonst was arbeiten. Und... Oder sonst was? <laughs> Dieses Brexit-Gesocks. <laughs> Nee, und da ist das dann schon, dass du ab und zu mal irgendwo ein Gespräch mitbekommst von, weiß ich nicht, einem Deutschen oder sowas, der sich da mit jemandem unterhält, der da vielleicht nicht so äh, fest ist. Und dann erzählt er, ja, und am Wochenende war dies. Und du siehst schon, wie der Ami eigentlich <laughs> sagt, so optisch, Alter, ich hab nur guten Tag gesagt. <laughs> ähm, ja, selbst schuld, muss man sich halt korrekt ausdrücken, ne? Naja, aber das hast okay. du im Deutschen auch. Du kommst irgendwo hin und sagst so, hey, wie geht's dir? Da willst du auch nicht... Dass dir sagt, ach, oh, am Wochenende ist meine Mutter gestorben. Und so, nee, Alter, ist bloß so ein guten Tag. So, weißt du? Ist eigentlich okay, genauso. Ja, ich verstehe. Also sagen wir jetzt bis später, um, um nicht in die, die Sei vorsichtig Falle zu locken, äh, tappen oder sagen wir, sei vorsichtig? Nee, bis. Aber ah, warte mal, wir wollen ja auch nicht, dass er stirbt. Ne? Wir müssen jetzt ein bisschen taktisch wählen. Mhm. Ähm, Na, dann bin ich gespannt, auf deine taktische Auswahl. Ja, nee, komm, mach, sei vorsichtig. Komm, wir machen hier ein bisschen, wir okay. brauchen ein bisschen Mutti Figur. Das ist schon okay. Geb mein Bestes. Oh Gott, das hätte jetzt auch ein bisschen besser ausfallen können. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay. Siehst du, das ist ja auch eigentlich normal. Natürlich macht er das. Hat aber trotzdem nochmal lieb geschrieben. <laughs> ja, genau. Geb mein Bestes. Ja, aber er hätte da wirklich noch ein Smiley. Ich finde, hier fehlen wirklich Smileys. So, gib mein Bestes. Doppelpunkt, ähm, äh, Komma, Klammer zu. Ne, Klammer auf. Also so ein weinendes, so ein so, so Schniefi, Schniefi. Das stimmt. oder so ein Geist-Icon, so, so, so ein Geist-Emoji. So, aber nee, was Emojis hältst du nur? gibt's Was denn? Ja. Nee, ich wollte gerade sagen, wir ähm, quatschen ja schon ganz schön lange und spielen das Spiel schon ganz schön lange für eine Folge. Ja. Und da Sam ja gerade abwesend ist wieder, ja. könnte man ja eigentlich mal sagen, ähm, ne? Was hältst du davon? Ja, okay, gut. Äh, dann, dann lassen wir ihn jetzt allein, oder was, in seiner Zombie-Apokalypse? Naja, man kann ja vielleicht speichern oder so. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde, aber... Wollen ja die Textlastig-Folgen nicht auf eine Stunde oder länger... Na gut. ...anschwellen lassen, oder? Aber du weißt schon, dass Sam jetzt zwei Wochen warten muss. <laughs> bis wir ihm <laughs> weiterhelfen. Ja, du, er ist ja im Haus und er hat halt ein bisschen Zeit, sich umzuschauen. <laughs> Na gut. Ja gut, Sam, dann viel Erfolg äh, in deinem Häuschen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau, schade, dass man keinen Freitext eingeben kann. Ja. Sonst hätte ich das nämlich genauso geschrieben. Ja, okay. Tschüss, Sam. Äh, bis in zwei Wochen. Er wird schon merken, dass wir uns nicht mehr melden. kann sagen, er hat er bestimmt noch andere Telefonnummern. Genau, Da noch andere. Der wird schon noch andere Telefone finden. Genau. Okay, alles klar. Ja, ähm, dann würde ich sagen, tschüss, Sam, und auch tschüss, liebe Zuhörer. Bis bald. Tschüss. Und tschüss, Falk. Tschüss. <laughs> tschüss, Simon. Yeah, just...